Im Landkreis Oldenburg haben Heidegebiete bis etwa zum Jahr 1900 noch umfangreiche Flächen eingenommen. Besonders großflächig ausgeprägt waren Ahlhorner Heide, Annenheide, Glaner Heide, Holzhauser Heide, Kleinhennstädter Heide, Pestrupper Heide und Sager Heide. In den meist trockensandigen, nährstoffarmen Heidegebieten bestimmt die Besenheide Caluna vulgaris oft in Begleitung von Krähenbeere, Preiselbeere, Drahtschmiele und aufrechtem Fingerkraut den botanischen Aspekt. Die Heidebauern besaßen einst große Heidschnuckenherden, die ihnen Felle, Wolle, Fleisch und vermischt mit Heideplaggen wertvolle Naturdünger für ihre Ackerflächen lieferten. Mit Einsätzen des wirtschaftlichen Aufschwungs zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Schafherden verkleinert oder auch allmählich abgeschafft. Die Schafställe, auch Schafkoven oder Schafkoben genannt, waren stets einräumig. Das Reitdach oder Reetdach reichte über die Steinsockel aus Felsblöcken und Findlingen oft fast bis zum Boden. Schafställe gab es zur Blütezeit des Heidebauerntums in Teilen des Landkreises Oldenburg in großer Zahl. Die meisten davon wurden aber inzwischen beseitigt. Manche Ställe wurden auch anderen Zwecken oder Nutzungen zugeführt. Einige der bis über 200 Jahre alten Schafställe wurden im Fundament und Gebälk restauriert und mit neuem Reitdach versehen. An manchen Orten sind auch neue Schafställe nach überlieferten traditionellen Bauplänen entstanden. Auch modernere Bauten, die mitunter nur in Teilen oder in der Grundform noch an die alten Schafkoben erinnern, wurden errichtet. Die heute noch vorhandenen Schafställe sind allesamt landschaftsprägende Bauwerke, die jetzt noch an die Zeit der Heidebauern mit ihren Schnuckenherden und an die Bewirtschaftung und Nutzung der einstmals großen Heideflächen erinnern. Folgend werden alle im Landkreis Oldenburg in den letzten 2,5 Jahrzehnten erfassten Schafställe gezeigt.